بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir sind heute nach einer langen Pause angekommen beim Kapitel des Istinja. Istinja kommt von der Wurzel Istif'al. Das heißt, dass man etwas anstrebt. Man strebt nach einer Sache, man fordert eine Sache an. Und mit Istinja kommt, das heißt, man strebt Naja an. Naja ist das Abschneiden, das Erretten, die Rettung, das Filtern, die Reinigung. Das heißt, man strebt nach einem Zustand, wo, oder man strebt danach, bestimmte Dinge von sich abzuschneiden, von sich zu entfernen, von sich zu reinigen. Von sich zu reinigen. Und das Kapitel behandelt zwei Kapitel, also zwei Unterkapitel, und zwar einmal das Istinja an sich, also das sich reinigen nach der Notdurft. Also es geht hier im Kapitel um das sich reinigen nach der Notdurft. Und dieses Kapitel hat zwei Hauptbestandteile. Erstens, es ist das sich reinigen an sich, und das zweite ist das Verhalten, die Benehmenseigenschaften, die dazugehören, wenn man sich reinigt. Diese beiden Kapitel oder Unterkapitel werden hier behandelt. Und das Istinja ist ein Reinigungsvorgang für sich selbst, für sich, unabhängig von Wudu. Und der Autor erwähnt dieses Kapitel, nachdem er das Wudu besprochen und schon beschrieben hat. Warum? Um zu zeigen und darauf hinzuweisen, dass das Istinja keine Voraussetzung ist, um Wudu oder Ghusl zu haben. Das heißt, du kannst, obwohl du Najasa in deinem Privatbereich hast, kannst du dennoch Wudu machen und du hast Wudu. Hinterher musst du dann fürs Gebet natürlich diese Unreinheiten entfernen. Aber es ist keine Voraussetzung, dass du, um Wudu machen zu können, dass du das reinigst. Dass du diese Teile, die noch gleich kommen, reinigst. Und es ist eine Pflicht, also das sich reinigen nach dem Notdurft ist eine Pflicht. Aber von der Zeit her, du bist nicht verpflichtet, direkt danach dich zu reinigen. Bist du nicht. Du kannst das auch aufschieben, aber sobald du zum Beispiel Dinge machen willst, die das voraussetzen, wie zum Beispiel das Gebet, wo es heißt, dass, was wir behandelt hatten, nämlich die Reinheit vom Körper, von der Kleidung und vom Gebetsort. Das heißt, bei Punkt Nummer 1, dein Körper muss rein sein von Najasa, von Unreinheiten. Das heißt, sobald du beten willst, ist es für dich verpflichtend, es diese Unreinheit zu beseitigen. Das heißt, das Wudu und das Beseitigen der Najasat vom Körper sind zwei separate Dinge, die man unterscheiden muss. Genau. Und dies aber betrifft nur das Wudu selbst. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt die Waschung mit der Erde machen willst, also das, was man auch Tayammum nennt, Tayammum, da sieht es anders aus. Da musst du den Körper davor, also vor dem Tayammum, bei den Schäfiten, musst du erstmal den Körper reinigen. Da musst du erstmal den Körper reinigen. Genau. Istinja, nochmal um darauf zurückzukehren, ist jetzt rein fachspezifisch gesehen und betrachtet, das Beseitigen von unreinen Substanzen vom Körper mit Wasser oder Stein, dazu kommen wir auch nochmal gleich, gemäß der Voraussetzungen, die dafür bestimmt sind. Und es gibt hier zwei Hauptgründe für das Istinja, und zwar einmal das Urinieren und einmal wie nennt man das auf Deutsch, also wenn man das große Geschäft macht, wenn man sein großes Geschäft macht, also
Genau. Und dies ist Pflicht für alle Muslime, außer für die Propheten. Warum? Weil man sagt, dass die Propheten, dass deren Austritt rein war. Deren Austritt ist rein gewesen und nicht unrein. Genau. Und bevor wir mit den Teils anfangen, müssen wir vier Dinge unterscheiden. Das erste ist Al-Mustanji. Das ist derjenige, der Istinja macht. Zweitens, Al-Mustanji minhu. Das, wovon man Istinja macht. Also die Unreinheit selbst. Die Najasat. Drittens, Al-Mustanja fihi. Al-Mustanja fihi. Oder auch Al-Mustanji fihi. Das ist der Ort, wo die Najasat sind. Dann Al-Mustanja bihi ist das, womit du Istinja machst. Also Al-Mustanji, die Person selbst. Al-Mustanja minhu, das, wovon du Istinja machst. Al-Mustanja fihi, das, wo du, also der Bereich, wo du Istinja machen willst. Und Al-Mustanja bihi, das, womit du Istinja machst. Das sind vier Säulen, die wir unterscheiden. Genau. Und wir haben gesagt, es ist eine Pflicht, wenn es für eine weitere Ibadah vorausgesetzt ist, wie zum Beispiel das Gebet. Okay. Aber wenn du zum Beispiel stark vermutest, dass diese Najasa, die du ignoriert hast, zum Beispiel deine Kleidung beschmutzen, mit der du beten musst, dann musst du Istinja machen, bevor du überhaupt deine Kleidung anziehst. Genau. Und der Autor sagt nun, es ist bevorzugt. وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِالْأَحْجَارِ ثُمَّ يُتْبِعَهَا بِالْمَاءِ. Genau, bis hierhin erstmal. Es ist bevorzugt, dass man Istinja macht mit Steinen. Mit Steinen. Und anschließend mit Wasser. Anschließend mit Wasser. Wenn er sagt Ahjar, das sind nicht nur Steine gemeint, sondern alles, was den Ahjar, also den Steinen, gleichkommt. Und hier gibt es drei Kategorien, die wir wissen müssen. Die wir wissen müssen. Genau. Es gibt drei Voraussetzungen, die man unterscheidet. Erstens ist der Stein selbst. Was sind die Voraussetzungen, die Konditionen für Stein selbst? Zweitens, wie man den Stein benutzt. Also die Voraussetzungen dafür. Und drittens, wann ist es überhaupt erlaubt, den Stein zu benutzen? Wann ist erlaubt, den Stein zu benutzen? Und zu Punkt Nummer 1, also wenn wir den Stein betrachten, was ist dieser Stein überhaupt? Okay, zu Hause haben wir keine Steine, um das zu benutzen. Draußen vielleicht auch nicht. Wir haben jetzt draußen Schnee zum Beispiel. Oder Hagel oder Pflanzen oder Blätter. Okay, mit Stein ist alles gemeint, was vier Voraussetzungen erfüllt. Erstens, es muss fest sein. Heißt, es darf nichts sein, was nicht fest ist. Zum Beispiel, du kannst kein Istinja machen mit Öl oder mit Essig oder mit Schnee, das sofort schmilzt. Okay? Du kannst es nicht mit irgendwas, also du kann, okay, es, die Sache muss fest sein. Zweitens, es muss rein sein. Heißt, es darf nicht unrein sein. Zum Beispiel, du darfst nichts benutzen als Stein oder als Gegenstand, was nicht rein ist. Du darfst nicht benutzen. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein Stein hast, das schon verunreinigt ist. Drittens, es muss die Najasa entfernen können. Zum Beispiel Plastik kann es nicht entfernen. Oder zum Beispiel Glas.
Es kann sowas nicht entfernen. Und viertens, es darf nicht etwas sein, das Respekt verdient, wie zum Beispiel Brot. Zum Beispiel Brot oder andere Nahrungsmittel. Genauso zum Beispiel auch kein Knochen. Knochen wird gesagt, das ist die Nahrung der Dschinn. Und all diese vier Voraussetzungen zusammengefasst, kann man sagen, alles, was diese vier Voraussetzungen erfüllt, kannst du benutzen als Steine. Also als Alternative zum Stein. Wie zum Beispiel Toilettenpapier. Okay? Toilettenpapier zum Beispiel kommt dem gleich. Du kannst Toilettenpapier benutzen alternativ zum Stein. Und es ist das Gleiche. Warum? Weil mit Stein, der Stein ist nur ein Beispiel. Ist nur ein Beispiel für etwas, das diese vier Voraussetzungen erfüllt. Mehr aber auch nicht. Das war zu Punkt Nummer 1. Also Punkt 1 hat vier Unterkapitel. Erstens, es muss rein sein. Zweitens, fest sein. Drittens, es muss den Nesser entfernen können. Viertens, es darf nicht sein, das Respekt verdient. Kommen wir noch zu Punkt Nummer 2, und zwar der Stein selbst. Ich meine, wie man den Stein oder diese Gegenstand benutzt. Hier gibt es zwei Voraussetzungen. Erstens, man muss damit mindestens dreimal wischen. Mindestens damit dreimal wischen. Das ist eine Mindestanzahl. Heißt, wenn du es nach zweimal wischen schon die Najasa entfernt hast, reicht nicht. Du musst dreimal wischen. Es muss sein. Wenn du nun nach dem fünften Mal siehst, okay, es ist immer noch voll viel da, dann musst du weitermachen. Bis alle Säcke außer eine Spur, die nur noch mit Wasser weggeht. Die nur noch mit Wasser weggeht. Diese Spur ist entschuldigt, wenn du nur Papier benutzen würdest. Genau. Auch wenn du sogar Wasser hast. Auch wenn du sogar Wasser hast, es ist ausreichend. Es ist ausreichend. Genau. Und wenn du dann zum Beispiel jetzt nach dem vierten Mal wischen die Nedersa entfernt hast, dann ist es Sunna, ein weiteres Mal zu wischen. Warum? Weil es ist Sunna, eine ungerade Zahl zu benutzen oder anzuwenden. Das heißt 5. Das war Punkt Nummer 1 von der Kategorie 2. Das heißt, wir sind noch bei der Frage, wie man den Stein benutzt oder diesen Gegenstand benutzt. Das heißt, Punkt Nummer 1. Also Punkt Nummer 1 war, mindestens dreimal muss man gewischt haben damit. Punkt Nummer 2 ist eine Sache, worüber es Ikhtilaf gibt, also worüber es unterschiedliche Ansichten gibt in der Madhab der Schäfiiten. Und zwar, die einen, also Sheikh Romli sagt, es ist Pflicht, dass mit einem Wischen die ganze Najasa umfasst wird. Also nicht nur teilweise, sondern die ganze Najasa muss mit einem Wischen betroffen werden. Wenn Rafi und ein Nawawi sagen, nein, das stimmt nicht. Das sehen wir nicht so. Sondern die beiden sagen, es ist keine Pflicht, dass mit einem Wischen alles betroffen oder alles umfasst wird. Genau. Und wenn du zum Beispiel jetzt nur vorne, also nach dem Urinieren zum Beispiel, mit dem Toilettenpapier wischen willst, dann ist es egal, wie du es machst. Das heißt, ob du von unten oben oder von unten unten wischst, das ist eigentlich voll egal. Hauptsache, du wischst. Wenn du zum Beispiel für kleine und große Löwen auf Toilette warst, dann es ist besser, erstmal hinten zu wischen und dann vorne. Warum? Weil hinten trocknet schneller. Hinten ist dem Trocknen schneller gefährdet. Genau. Also, wir haben jetzt Punkt 1 und 2, Punkt 1 und 2 erwähnt. Und zwar erst war Stein der Stein selbst. Das zweite war, wie man den Stein benutzt. Dafür haben wir alle Voraussetzungen erwähnt. Punkt Nummer 3 ist, wann du überhaupt den Stein benutzen darfst. Wann du es benutzen darfst. Okay? Und hier gibt es drei Dinge zu erwähnen. Das erste ist, wenn die Najasa noch nicht getrocknet ist.
Sei es ganz oder teilweise. Kein Teil der Netzhaut darf trocken sein. Darf nicht. Sonst musst du Wasser benutzen. Frage, jetzt hast du urinieren zum Beispiel und bist fertig geworden. Und jetzt wartest du einfach auf Toilette. Du hast nichts zu tun. Du träumst ein bisschen rum. Wartest einfach. So. Und jetzt guckst du, es ist schon trocken geworden. Und plötzlich, oder auch geplant, ist eigentlich egal, musst du wieder urinieren. Was passiert im Regelfall? Die Stelle, die trocken geworden ist, ist wieder nass geworden. In dem Fall darfst du jetzt mit Papier dich reinigen und es ist ausreichend. Warum? Weil es die trockene Stelle wieder feucht geworden ist. Genau. Durch dieselbe Substanz. Wichtig zu erwähnen. Dazu kommen wir jetzt. Punkt Nummer 2. Also Punkt 3. 3.2 ist, dass keine andere Najasa auf diese Najasa raufgefallen ist. Das darf nicht sein. Heißt, wenn du zum Beispiel uriniert hast, okay, und plötzlich und blutest zum Beispiel, weiß ich nicht, zum Beispiel hast du eine Wunde und blutest hier. Und das Blut fällt zum Beispiel auf den Ort deiner Jassa. Da musst du jetzt Wasser benutzen. Hier kannst du nicht mehr sagen, okay, ich mache nur mit Papier, geht nicht mehr. Warum? Weil eine weitere Najasa hierauf gefallen ist. Ebenso auch, ich komme noch zu Punkt 3.2. Und zwar, alles, was feucht ist, auch wenn es rein ist, darf nicht rauffallen. Heißt sogar, wenn du zum Beispiel, wenn du Speichel oder Spucke, Speichel rauffällt, und deine Träne rauffällt, oder weiß nicht, Wasser rauffällt, dann musst du jetzt Wasser benutzen. Heißt, du kannst natürlich noch Toilettenpapier benutzen, aber hinterher musst du Wasser anschließen. Musst du. Musst du. Genau, während bei deiner Najasa, auch wenn die trocken ist, die Najasa, die rauffällt, auch hier erlischt dein Recht, nur Papier zu benutzen. Das heißt, Punkt 3.2 sagt uns, sobald irgendwas Feuchtes rauffällt, Game over. Dann musst du hinterher Wasser benutzen zum Abschließen. Oder, auch sogar eine trockene Najasa, wenn sie rauffällt, Game Over. Dann musst du Wasser benutzen hinterher. Also du kannst dein Istinja ohne Wasser nicht mehr abschließen. Geht nicht mehr. Das ist Punkt 3.2. Und Punkt 3.3 ist, das heißt, die letzte Voraussetzung für die Erlaubnis, dass du diese Stein und dieses Papier benutzen darfst, ohne Wasser zu benutzen, ist, dass die Najasa, was den Mann betrifft, nicht die Eichel überschreitet. Und was die Frau betrifft, wenn sie eine Jungfrau ist, dann darf, also dass eine Frau hat zwei Körperöffnungen vorne. Die obere ist fürs Urinieren und die untere, da kommt zum Beispiel das Blut raus und das ist auch der Bereich vom Geschlechtsverkehr. Und es darf bei einer Jungfrau, darf ihr Urin nicht auf die untere Körperöffnung fließen. Sobald das geschieht, musst du auch hier mit Wasser abschließen. Was eine Jungfrau betrifft, also das eben weit die keine Jungfrau ist. Jetzt die eine Jungfrau noch ist, bei ihr sagen wir, es darf nicht das überschreiten, was sichtbar ist, wenn sie sich hinhocken würde. Das heißt nochmal, die Nicht-Jungfrau, bei ihr sagen wir, der Urin von ihr darf nicht die untere Körperöffnung Unterkörperöffnung erreichen.
Und bei der Jungfrau sagen wir, es darf nicht den Bereich überschreiten, der sichtbar wird, wenn sie sich hinhockt. Wenn sie sich hinhocken würde. Das gilt für die Frau. Genau. Beim Mann habe ich schon gesagt, es darf nicht die Eichel überschreiten. Okay? So, und wenn man das große Geschäft gemacht hat, dann darf sein Kot nicht den Bereich überschreiten, der bedeckt ist, wenn er stehen würde. Wenn er stehen würde. Es gibt natürlich für Mann und Frau. Ist ja keine Frage. Genau. Noch eine Sache hinzuzufügen ist, diese Regelung mit dem Überschreiten gilt nur, wenn es fließt. Das heißt, wenn das springt, wenn es tröpfelt und springt, dann musst du mit Wasser diesen Bereich, worauf jetzt dieser Urin gesprungen ist, mit Wasser abschließen. Fall vom Mann das Geschlechtsteil bewegt sich und etwas Urin springt auf einen Teil seiner Eichel. Jetzt muss er diesen Bereich mit Wasser abschließen. Muss er. Er kann, wie gesagt, davor das reinigen mit Papier. Aber er muss es mit Wasser abschließen. Warum? Weil alles, was nicht mit der Körperöffnung verbunden ist, diesen Bereich zu reinigen, nennt man nicht mehr Istinja. Wenn das so wäre, dann können wir sagen, dass jetzt, wenn jetzt du hier, jetzt hier blutest, dann musst du Istinja machen, um das zu reinigen, was aber Unsinn ist. Oder wenn jetzt ein Vogel auf deinem Kopf sein Geschäft gemacht hat, dann sagst du, okay, ich gehe und mache jetzt Bad Istinja. Ich gehe und mache jetzt Istinja. Das ist Unsinn, das ist kein Istinja. Deswegen ist Istinja trifft dann zu, wenn deine Najasa mit deiner Körperöffnung noch verbunden ist oder war. Also besser gesagt ist. Oder von da weggeflossen ist. Oder sich weiter bewegt hat. In einer Spur. Aber wenn sie jetzt springt, dann musst du es mit Wasser waschen. Genau. Also der Autor sagt, والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء. Es ist am besten und bevorzugt, erstmal die Steine, also zum Beispiel in unserem heutigen Kontext, Toilettenpapier zu benutzen und dann Wasser zu benutzen. Das ist besser als nur Wasser. Und er sagt, ويجوز أن يقتصر فيه على الماء. فقط. Au ala Achjarin. Er sagt hier, und es ist erlaubt, dass die Person, die es den Jam macht, sich nur aufs Wasser beschränkt. Heißt, das also sich reinigen mit dem Stein ist eine Erlaubnis in bestimmten Fällen. Aber mit Wasser musst du. Also wenn du dich für eine von beiden entscheiden sollst oder willst, dann ist es besser, Wasser zu wählen, weil es besser reinigt. Es ist besser reinigend. Und es entfernt sogar auch alle Spuren, während der Stein das nicht macht. Noch eine kurze Info zum Benutzen von Steinen ist, wann weißt du, oder wie weißt du nun, dass jetzt das genaue Maß erreicht ist, das ausreichend ist fürs Benutzen von Steinen? Das heißt, wann weißt du nun, dass jetzt nur noch zum Beispiel beim großen Geschäft noch die Spur da ist, wofür man nun Wasser brauchen würde, um es zu entfernen? Und hier sagen wir, es reicht eine Vermutung. Eine starke Vermutung reicht hier. Genau. Und jetzt sagt er nun, wenn du nun
فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. Was ich vorhin gesagt hatte, nämlich wenn derjenige, also der Mustenji nun, sich auf eine der beiden reduzieren will, dann ist das Wasser besser. Das Wasser ist besser. Eine weitere Frage ist hier, wenn man nun vom Schlaf aufsteht oder zum Beispiel Wind gelassen hat, muss man Istinja machen oder nicht? Und es ist Ijma, davon ein Mawar, die beliefert wird. Ijma ist, dass es keine Pflicht ist. Ist das vollständige Beseitigung der Najasa-Spur Pflicht? Nein. Wie schon gesagt, es die Spur, die nach dem großen Geschäft, also die Spur vom Kot, die wird immer bleiben. Die geht mit Wasser nur weg. Diese Spur ist entschuldigt. Diese Spur ist entschuldigt. Genau. Nun kommen wir zum zweiten Teil des Kapitels, und zwar sagt hier, وَيَجْتَنِبُ إِسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ وَإِسْتِدْبَارَهَا فِي الصَّحْرَاءِ. في الصحراء. Genau. Das betrifft uns teilweise, ja, teilweise aber auch nicht. Aber dennoch wichtig, das zu wissen, was kann immer vorkommen, dass das mal uns betrifft. Es kann sogar eigentlich uns betreffen, doch eigentlich schon oft. Und zwar sagt, der Mustenji, der Istinja macht, vermeidet es, sich beim Istinja machen Richtung Qibla auszurichten oder mit dem Rücken zur Qibla sich auszurichten. Beides ist zu vermeiden. Beides ist zu vermeiden. Genau. Wenn ihr sagt, für Sahra, Sahra heißt nicht nur ein freier Ort, sondern Sahra ist der Ort, der nicht für das sich erleichtern, also für die Notdurft gemacht wurde. Das heißt sogar ein Zimmer. Einfach nur ein Zimmer oder einfach nur eine Hütte irgendwo im Wald, die nicht dafür gemacht ist, dass du dort die Notdurft machst, gilt als Sahra. Gilt als Sahra. Und hier gibt es sehr viele Details, die oftmals verwirren, weil die, vor allem wenn sie in einem Fließtext geschrieben sind, man weiß gar nicht mehr, wo man überhaupt ist. Und um eine grobe Kategorie oder Veranschaulichung zu machen, können wir sagen, es gibt drei Voraussetzungen und drei Szenarien, wo es verboten ist, Richtung Qibla oder Richtung Qibla oder mit dem Rücken zur Qibla sich zu reinigen, also die Notdurft zu machen. Genau. Die erste ist, wenn du an einem Ort bist, an einem freien Platz bist oder in einem Gebäude bist, in einem Raum bist, Zimmer bist, und es gibt keine Barriere zwischen dir und der Qibla. Das heißt zum Beispiel, jetzt bist du in einem Raum, in einem Zimmer zum Beispiel, sagen wir, jetzt bist du irgendwo in einer Hütte draußen. Die ist einmal 5 Meter groß. Okay? Es gibt dort einfach keine Wand, kein nichts, kein Stuhl, kein gar nichts gibt es da. Okay, es gibt da keine Wand. So, also mitten im Raum. Wenn du jetzt einfach dich hinhockst in der Hütte und einfach jetzt deine Notdurft machst, okay, Richtung Qibla, das ist Haram. Das darf man nicht machen. Oder auch gegen die Qibla darfst du auch nicht machen. Okay? Es muss eine Barriere geben, eine Wand oder irgendwas geben, sei es auch zum Beispiel auch so ein Tier oder so, ein großes Tier,
irgendeine Barriere, das mindestens 40 cm hoch ist. Mindestens. Okay? Wenn es die nicht gibt, das geht nicht. Kann man nicht machen. So. Ich höre dich nicht. Warte ganz kurz. Jetzt nochmal. Entschuldigung, was das? Wie hoch muss diese Barriere nochmal sein? Die Barriere muss sein 40 cm hoch. 40 cm. Ja. Am besten nächstes Mal bitte schreiben. Das ist für mich irgendwie anschaulicher. Alles gut. Das zweite Szenario ist, es gibt diese Barriere nun. Okay, die gibt es. Aber zwischen dir und der Barriere, zwischen euch beiden, ist mehr als drei Ellbogenlängen. Eine Ellbogenlänge ist von den Fingerspitzen bis einschließlich des Ellbogens. Das sind ca. 61,83 Zentimeter. Das ist, das sagen wir, das sind das sind 50 bis 60 Zentimeter. Okay? So, das mal 3 sind ca. 1,5 oder 1,6 Meter. So. Das heißt, du bist in der Hütte zum Beispiel und es gibt jetzt eine Wand oder du bist irgendwo im Wald, da gibt es einen Baum. Okay. Und die ist sehr hoch. Okay. Aber zwischen dir und dem Gegenstand sind 3 Meter. Oder 2 Meter. Oder 10 Meter. Du sagst ja, hier ist doch ein Gegenstand. Oder hier ist doch jetzt eine Barriere. Geht nicht. Du musst dich dieser Sache nähern. Du musst dich nähern, bis du circa maximal 1,5 oder 1,6 Meter, sagen wir mal 1,5 Meter entfernt bist. Alles unter dem ist gut. Alles mehr als das ist roter Bereich. Geht nicht. Das heißt erstens, es muss eine Höhe haben von circa 40, also es sind circa zwei Drittel Armlänge, also das sind circa 40 Zentimeter. Und zweitens, dein Abstand zu der Barriere darf nicht mehr als 1,5 Meter sein. Und drittens, genau, drittens ist, es gibt diese Barriere, aber die ist sehr tief. Die ist vielleicht eine 10, 20 oder 30 Zentimeter hoch. Das reicht auch nicht. Also die muss mindestens diese Höhe haben, die wir gerade erwähnt haben. Und das sind die Szenarien, wo es verboten ist, in Richtung von Qibla oder gegen die Qibla die Notdurft zu machen. Genau. Was nun die Breite betrifft von der Barriere, gibt es ja auch Ikhtilaf. Okay? Sheikh Ramli sagt, es muss dich bedecken, während du deine Notdurft machst. Während Ibn Hajar sagt, das muss nicht sein. Das muss nicht sein, sondern sobald es ein Teil von dir bedeckt, ist in Ordnung. Also ein Großteil von dir bedeckt, es ist in Ordnung. Nun die Szenarien, wo es erlaubt ist, Richtung Qibla die Notdurft zu machen. Und das ist einfach das Gegenteil von dem, was wir eben erwähnt haben. Das heißt, die gegenteiligen Aspekte von den vorigen Aspekten sind die Dinge, die es erlaubt machen, dass du die Notdurft Richtung Qibla machen kannst. Zum Beispiel, du bist jetzt im Wald irgendwo und willst jetzt deine Notdurft machen. Okay, nährst dich einen Baum. Zwischen dir und dem Baum ist vielleicht, weiß nicht, ein Meter. Der Baum ist riesig. Okay, der Baum ist riesig. Du machst dann dort deine Notdurft. Okay, aber es ist dennoch empfohlen, es nicht zu machen. Es ist empfohlen, es nicht zu machen. Wenn man sich daran nicht hält, es ist Khilaful Aula. Khilaful Aula ist eine Stufe zwischen Makruh und erlaubt. Also zwischen erlaubt und verpönt. Und zweitens, also das andere Szenario, wo es erlaubt ist, die Notdurft Richtung Qibla in Richtung Qibla zu machen ist, wenn der Bereich, wo du bist, die Notdurft machst, speziell
für die Notdurft gemacht wurde. Zum Beispiel eine Toilette. Okay, das ist zum Beispiel eine Toilette. In diesem Ort ist es egal. Also du schaust nicht, wo es nicht Kribbler, sondern du machst einfach dort die Notdurft und fertig. Aber es ist dennoch besser, dich dennoch von der Kribbler abzuwenden. Ist dennoch besser. Aber musst du nicht. Musst du nicht. Genau. Also er sagt, also er vermeidet es, dass er seine Notdurft macht, indem er die Qibla einnimmt oder sich gegen sie richtet. Das soll man nicht machen. Genau. Weiterhin sagt er, genau. Und er vermeidet es, dass er in ein stehendes Wasser uriniert. Und genauso ist es auch der gleiche Fall in Bezug auf das große Geschäft. Genau das gleiche. Genau. Eben haben wir jetzt zum Beispiel erwähnt die Notdurft. Die Notdurft Richtung Qibla oder gegen die Qibla. Hier ging es auch um Haram und dann nicht Haram. Aber ab jetzt folgen Adab, folgen Verhaltenseigenschaften. Das erste ist, wie schon gesagt, dass man sein Geschäft macht in ein stehendes Wasser. In ein stehendes Wasser. Genau. Und es ist nachts. Das nachts zu tun ist noch mehr Makruh. Warum? Weil man sagt, nachts versammeln sich die Djinn an diesen Orten. Genau. Und es wird berichtet, dass also von manchen Gelehrten der Schafiten, dass die Verpönung nur beim Kleinwasser zutrifft. Beim großen Meer zum Beispiel nicht. Wobei man es dennoch unterlassen soll. Dann das Wasser, das fließt. Wenn das Wasser wenig ist, also wenn das Wasser wenig ist, dann ist es Makruh, dort zu urinieren, genauso auch das große Geschäft zu machen. Außer wenn du weißt, dass deine Najasa andere betreffen wird, dass sie damit in Kontakt kommen, dann ist es verboten, das zu machen. Und bei einem großen fließenden Wasser, also in einer großen, riesigen Menge, dann ist es nicht makruh, dort zu urinieren, also hinein zu urinieren, außer nachts. Außer nachts. Da ist es makruh. Das zu machen. Und all das trifft zu bei Wässern, die keinem gehören, die nicht im Besitz einer Person sind. Wenn diese Wässer aber zum Beispiel einer Person gehören, dann ist es in allen Fällen haram, dort rein zu urinieren. In allen Fällen haram. Also nochmal, er sagt, und er vermeidet es, dass er in ein stehendes Wasser uriniert. Dann, es ist ebenso makruh, dass man unter einem Baum uriniert, genauso auch das große Geschäft macht, das Früchte gibt. Warum das Früchte gibt, auch wenn es gerade keine Früchte hat. Genau. Frage ist nun hier, nehmen wir an, es ist gerade Regen. Okay, oder es wird bald regnen. Und jetzt urinierst du dort und du weißt, gleich kommt Regen und wird alles wieder wegwischen. Oder wegwaschen.
dann ist es kein Problem. Oder zum Beispiel, du urinierst selbst und du weißt, okay, hinterher wirst du mit ganz viel Wasser diesen Urin wegwaschen, dann ist das kein Problem. Also es ist dann nicht mehr Crew. Es ist nicht mehr Crew. Und auch dies trifft auf das kleine und große Geschäft zu. Und auch hier sagen wir, es ist so, wenn der Baum einer Person gehört, dann darfst du dann nichts machen. Du darfst dort weder urinieren noch das hohe Geschäft, du darfst dann dort nichts machen. Der Baum gehört nicht dir, ist nicht dein Besitz. Also sagt, Weiterhin sagt er jetzt, Weiterhin sagt er jetzt, Weiterhin sagt er jetzt, Weiterhin sagt auf einem Weg. Sei es ein Gehweg, sei es Straße, sei es ein Weg für andere Verkehrsmittel. Okay, das, auch hier ist es Makruh, dort zu urinieren. Dort zu urinieren. Und ebenso, Wafidhilli, dort, wo es Schatten gibt. Warum? Weil der Schattenort ein Ort ist, wo sich Menschen versammeln. Dort sitzen, dort sich versammeln, etc. Und alle Orte ebenso, die im Winter, also an kalten Tagen, warm sind und sich dort Menschen versammeln, wo zum Beispiel die Sonne strahlt, zum Beispiel, dort ist es Makruh zu urinieren. Es gibt eine lustige Fragestellung, und zwar im Fiqh sagt man, es gibt Orte, wo oder an denen Haram gemacht wird. Okay? Zum Beispiel dort wird, weiß nicht, gestohlen, dort werden Leute abgezogen, Drogen vertickt, etc. An solchen Orten ist es nicht mehr cool zu urinieren. Manche sagen sogar, es ist sogar empfohlen, dort zu urinieren, damit die dort nicht mehr ihre Sachen machen. Oh, gut. Gute Lösung. Er sagt also, wofür da sagt er, wofür also eine Höhle, ein Loch, eine Höhle. Dem kommt auch eine Höhle gleich, aber es ist hier eher ein Loch gemeint. Warum? Weil in den Orten sich kleine Tiere versammeln. Das ist dort für kleine Tiere. Und ebenso auch Orte, die großen Tieren gehören, die dir schaden könnten. Das heißt, sowohl an Orte zu urinieren, wo du den kleinen Tieren schaden könntest, als auch die Orte, wo, wenn du urinieren würdest, du mit einem Tier ein Problem haben würdest, das dich dann gleich auffressen wird oder dir Schaden zufügen wird. Ist nicht zu empfehlen. Genau. Genau. Nochmal zum letzten Punkt, und zwar, wenn du weißt, dass du sogar, wenn du es dort urinierst, jetzt einen Schaden erleiden wirst durch ein gefährliches Tier, ist es sogar Haram, dort zu urinieren. Genau. Also in allen Fällen lieber vermeiden, das zu machen. Dann sagt er, das heißt, man soll, während man seine Notdurft macht, nicht reden. Man soll nicht reden. Okay, man soll ruhig sein. Außer es gibt dafür ein Bedürfnis. Zum Beispiel, es kann sogar in Fällen Pflicht sein, dass du redest. Zum Beispiel, wenn du es draußen dein Geschäft machst und jetzt siehst du einen Menschen, der jetzt irgendwo in ein Loch, großes Loch fallen würde, zum Beispiel. Da musst du ihm sogar, du musst ihn sogar warnen davor. Genau. Frage, also kurzer Exkurs, ist, wenn du nun deine Notdurft machst und nun niest, sagen Alhamdulillah, es ist besser zu sagen, MashaAllah, la quwwata illa billah, Alhamdulillah ala kulli hal. Wenn du niest, wenn du niest, sagst du, MashaAllah, la quwwata illa billah, Alhamdulillah ala kulli hal. Aber Alhamdulillah ist das, was
was uns ganz bekannt ist und was überliefert wird. Du sagst Alhamdulillah während der Notdurft im Herzen, ohne deine Zunge zu bewegen. Okay? Wäre zum Beispiel das Räuspern nicht mehr Makruh. Also während der Notdurft zu machen, ist nicht Makruh. Im Gegenteil sogar. Also nicht im Gegenteil, aber zum Beispiel, wenn du jetzt, wenn es eine Person mit dir spricht, du bist gerade in deiner Notdurft, oder du auf irgendwas hinweisen willst zum Beispiel, dann machst du sogar dieses Räuspern als Antwort darauf. Das heißt, dass du jetzt nicht reden willst, während der Notdurft. Ebenso ist es eine Sunna, es ist empfohlen, dass du dein Geschlechtsteil nicht anschaust. Nicht anschaust. Und auch nicht auf das, was rauskommt. Von den beiden Körperöffnungen. Du schaust da nicht rauf. Auch nicht zum Himmel schauen. Okay? Draußen irgendwo machst ein Geschäft und schaust in den Himmel. Sollst du nicht machen. Genau. Was heißt es? Du sollst auch nicht die Sonne oder den Mond dich zu ihr wenden. Okay? Sollst du nicht machen. Wenn du es machst, ist es Makruh. Okay, bei der Qibla sagten wir, es ist Haram in ein paar Umständen. Hier ist es Makruh. Okay. Was nun den Rücken zum Mond und zu seiner zu kehren betrifft, gibt es ja mehr zwei Ansichten. Die einen sagen, es ist auch Makruh, es zu machen, aber die stärkere Ansicht und die Hauptansicht bei den Schäfchen ist, es ist nicht Makruh. Es ist nicht Makruh, den Rücken zu seiner und zum Mond zu kehren. Ist nicht Makruh. Sondern es ist erlaubt. Es ist erlaubt. Genau. Jetzt folgen noch einige empfohlene Handlungen, einige Verhaltensweisen, einige Sunnah-Handlungen, die noch zu den Kapiteln gehören, die der Autor nicht sagt, aber die jetzt im Unterricht hier erwähnt werden sollen. Das erste ist, dass du von den Menschen dich entfernst, wenn du das machst. Damit sie dich nicht hören, das nicht riechen, etc. Entfernen. Okay? Es kann auch zu Hause aus oder in Moscheen oder in anderen Gebäuden betreffen. Da reden manche, da sind 10 Toiletten, nimm die letzte. Geh weit weg, so weit es geht. Und wenn du es nicht kannst, dann ist es schon nah für die anderen, sich zu entfernen. Zum Beispiel, du bist irgendwo mit Freunden im Wald, jetzt willst du irgendwo deine Notdurft machen. Okay. Aber du kannst nicht weit weg gehen zum Beispiel, du musst jetzt hier irgendwo in der Nähe bleiben, denn es ist Sunna und empfohlen für deine Freunde, sich von dir zu entfernen, wegzugehen. Dann, dass du dich leise verhältst. Leise verhalten. Versuch, so viel möglich dich leise zu verhalten. Genau, und dafür zu sorgen, dass die Gerüche, die austreten, andere nicht riechen. Dann, dass du dich bedeckst. Bedeck dich. Das heißt, versuch dich irgendwie von anderen Menschen zu bedecken. Ist noch ein kleiner Exkurs zu diesem Exkurs ist, an sich die Aura zu zeigen. Man soll es vermeiden, die Aura zu zeigen. Okay? Allgemein. Im Allgemeinen. Wenn du die Notdurft machst, versuch das Nötigste von deiner Aura zu zeigen, also Step by Step die Aura zu entblößen, die Notdurft zu machen, dann wieder die Aura zu bedecken. Vorausgesetzt, dass du immer beachtest, dass deine Kleidung keine Najasa trifft. Also unter der Voraussetzung. Man, so bei den Schafiten, wenn du Russen machst, bedeckst du deine Aura sogar.
Du bedeckst mit dem Handtuch deine Aura. Also mit der Tischbuchrahmen und Knie bedeckst du sogar. Okay, bedeckst du sogar. Und deswegen soll man auch zum Beispiel nicht ohne eine Hose ins Bett, also schlafen gehen. Weil das kann ja unter der Decke rausstechen. Soll man nicht machen. Es gibt Fälle, wo es halt normal ist, dass man die Aura entblößt. Zum Beispiel beim Geschlechtsverkehr. Oder zum Beispiel, wenn man sich dem Ehepartner nähert. Das ist ja normal. Aber in anderen Fällen soll man das nicht machen. Also, wenn es dafür keinen Grund gibt, dann ist die Aura zu bedecken. Die Aura ist zu bedecken. Genau. Dann, man soll nicht in einen Wind urinieren. Vor allem nicht gegen den Wind urinieren. Das ist noch dümmer. Wenn du es gegen den Wind machst, und dann es tropft dir auf dich zurück. Und auch nicht auf einen harten Boden. Okay, weil das kann dann dir zurücksprengen. Dann solltest du nicht stehend urinieren. Solltest du nicht machen, außer es gibt einen Grund dafür, der nötig ist. Dann ist es kein Problem. Es hat auch nicht mehr Makruh, wenn du es so machen würdest. Genau. Ja. Wie ist das mit Frauen, wenn sie zu Hause sind? Und dann beispielsweise das Hijab ablegen. Das Ah, ist ja. also Hijab ist nicht hier gemeint. Hier ist mal das Bauchnabel und Knie. Okay, weil du meintest, insgesamt ist es auch empfohlen, seine Aura nicht zu zeigen. Ach so, Das. okay, das ist gut, dass du sagst. Also mit Aura meinte ich hier zwischen Knie und Bauchnabel. Also auch für die Frau, wenn sie zu Hause ist. Also Ja. abgesehen von dem Thema Ja, klar. beispielsweise. Okay. Ja. Genau. Dann, wenn du es nun die Toilette betrittst, tritt sie mit links und tritt sie aus mit rechts. Bevor du sie betrittst, ist es schon zu sagen: Bismillah. Okay, Bismillah. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor den männlichen und weiblichen Shayatin. Al-Khubuth wal-Khaba'ith. Das sagst du, bevor du das Bad betrittst. Okay? Danach gehst du rein, du gehst rein mit links, gehst raus mit rechts. Wenn du reingehst, ist es gut, es ist empfohlen, deinen Kopf zu bedecken und deine Füße von dem Boden, also durch Badelatschen, okay, also einfach Latschen anzuziehen. Kurz gesagt. Dann, wenn du jetzt nun deine Notdurft machst, ist es empfohlen, dass du auf deine linke Seite mit deinem Gewicht stützt. Weil es einfacher ist, damit die Najasette rauskommen. Es ist. Man soll nicht, auf gar keinen Fall, Dinge mit sich tragen, worauf Allahs Namen oder Prophetennamen drauf sind. Auch wenn du sie sogar in der Tasche hast. Soll man nicht machen. Das soll man nicht machen. Du sollst nicht unnötig lange nach der Notdurft im Bad bleiben. Wenn du fertig bist, geh raus. Also wasch dich, geh raus. Ebenso ist es empfohlen, wenn du nun aus dem Bad rausgehst, dass du sagst, Rufranaka, Alhamdulillahilladhi adhhaba anni al-adha wa afani. Rufranaka, Alhamdulillahilladhi adhhaba anni al-adha wa afani. Genau. Aber es reicht zu sagen, Rufranaka, weil das ist die Sunna. Rufranaka. Genau. Genau. Noch eine Sache, und zwar Istibra. Das ist ein Thema für sich eigentlich, aber um das kurz anzuschneiden,
Istibara betrifft Männer, die zum Beispiel nach dem Urinieren, okay, es bleibt immer noch ein gewisser Teil, okay, noch im Geschlechtsteil, noch was davor ist, noch drin. Das ist wie ein Schlauch, wenn du jetzt einen Wasserschlauch ausmachst. Es gibt immer noch ein bisschen Wasser im Schlauch selbst. Davon musst du dich reinmachen. Das ist eine Bedingung. Das musst du davon reinmachen, bevor du überhaupt beten willst oder so. Oder überhaupt ein gültiges Wudu haben willst. Machen willst. Dieses Istibra hängt ab vom Urf. Also ist von der Gewohnheit. Von deiner Gewohnheit. Zu sagen, es sind 40 Schritte, dass man, also du musst was tun oder warten, bis alles raus ist. Oder du tust was, damit es schneller rauskommt. Zum Beispiel, du gehst, du räusperst deinen Hals, du hustest ein bisschen, du machst vielleicht, weiß nicht, bei Eile machst du Kniebeugen oder so, oder gehst ein bisschen links, rechts, hebst die Beine hoch und runter. Alles sind Methoden. Aber es gibt nicht die Methode, die für dich die für alle Männer obligatorisch ist. Das gibt es nicht. Ein 11-jähriger Kleinjunge ist anders als ein 10-Meter-Mann. Das ist was anderes. Oder ein alter Mann ist anders als ein junger sportlicher Mann. Es ist unterschiedlich zu betrachten. Und jeder kennt sich selbst. Jeder kennt seine Natur selbst. Jeder kennt seinen Prozessvorgang selbst, wie lange es dauert. Und je nachdem musst du dementsprechend handeln, dementsprechend warten oder gehen, dein Hals räuspern oder kaltes Wasser oder Wasser auffließen lassen. Das ist vorausgesetzt, dass du überhaupt ein gültiges Wudu machen kannst. Aber wenn du jetzt Wudu machst, direkt nach dem Urinieren, machst du direkt Wudu, danach Wudu, dann würdest du beten gehen und im Gebet kommt dann wieder was raus. Das geht nicht. Du musst davor erstmal diese Istibara machen. Und das gibt es beim Urinieren, das gibt es natürlich auch bei Austritt von Lusttropfen etc. Also alles, was von vorne beim Mann rauskommt, ist das zu beachten. Ist das zu beachten. Und alles, was wir erwähnt haben jetzt heute, gilt für den Mukallaf und nicht Mukallaf. Gilt für beide. Okay? Aber was die Adab betrifft, was die Verhaltensweisen betrifft, so sind die Eltern darauf angewiesen, dass sie ihre Kinder darauf hinweisen und darauf anweisen. Genau. Hier sind ein paar Fragen. Eine Frage. Ich habe mal gehört, man soll besser das Handy auf stumm schalten, falls ein Adhan als Klingelton hat. Ja, es ist natürlich gut, das zu machen. Es ist immer gut, sowas zu machen. Am besten Handy gar nicht mitnehmen. Also was willst du mit dem Handy auf dem Klo? Reden, telefonieren, chatten, genau. Ja. Das war's für heute. Ich hoffe, dass alles verständlich war. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم